Heute erstmal eine Frage an euch. Wie findet ihr das, dass wir immer mit dem neuen Tag starten? Sollte ich das Ganze ein bisschen wilder machen oder findet ihr es gut so? Also ich finde es eigentlich ganz nett, jeden Tag den neuen Tag zu beginnen. Oh, vom ADSH Musterdorf. Was schreiben die mir? Verehrter Hauseigentümer, willkommen zur Akademie des schönen Hauses. Alle Mitglieder besitzen die Benutzungsbefugnis für das ADSH Musterdorf. Wir freuen uns auf deinen Besuch. Da können wir jetzt hin? Ernsthaft? Cool. Gucken wir mal, probieren wir dann mal. Hey, Let's Play Markus. Wird schon dunkel draußen. Fall mir nicht in ein Loch, Wedel. Was wolltest du jetzt eigentlich? Lass ein bisschen quatschen. Was hältst du denn davon, wenn ich dir ein paar Tipps zum Umgang mit Kescherschaufeln und Co. gebe, na? Benutze mal Steuerkreuz, um ratzfatz deine Ausrüstung zu wechseln. Ja, vor allem, wenn du mehr als nur ein Ausrüstungsstück hast. Ist das Wechseln mit Steuerkreuz super nützlich. Wenn du mal was schnell wieder einpacken möchtest, dann musst du nur nach unten drücken. Probier's mal aus, ich werde mit dir selbst ein Gänseblümchen. Wie du, hat den Dreh schnell raus. Ich bin ein Gänseblümchen? Hä? Was will die? So, ich gucke jetzt erstmal nach der Zustimmungsrate, aber vorher reden wir mit Charlie. Ey, nach dir habe ich gesucht, Let's Play Markus. Also, was gibt's? Du hast doch nach mir gesucht. Hey, Let's Play Markus, ich kann doch mal dich besuchen kommen. Oh, ich wollte nicht aufdringlich sein. Ich will mir einfach mal deine Möbel ansehen. Klar, komm vorbei. Echt nett von dir, Let's Play Markus. Um welche Zeit würde es am besten passen? Nach 18 Uhr könnte ich heute jederzeit vorbeikommen. Wie viel Uhr haben wir denn? Mach doch... Ja, ist doch gleich, oder? Ja, wir sagen einfach mal... Warte mal, Let's Play Markus. Ich muss noch mental auf einen Besuch vorbereiten. Geht's auch ein bisschen später? Oh, nope. Muss ich jetzt ernsthaft so lange warten dann? Eine Stunde? Oh. Are you serious? Ihr macht mich fertig. Aber was tut man nicht alles für die Zustimmungsrate? Ich freue mich schon auf den neuen Glückskeks für Nintendo-Items. Hallo, Herr Bürgermeister. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Jetzt sag! Letztes Mal, glaube ich, um 59% und diesmal ist es 79%. Ja. Eine Stadtflagge entwerfen. Alles klar, wir werden eine... Stadt. Das hilft auch. Das wusste ich doch nicht. Gut. Danach haben wir, glaube ich, die Macht. Komm her, beeil dich. Will die Flagge ändern. Hallo, Bürgermeister Lesben Markus. Schön, dich zu sehen. Wie kann ich dir behilflich sein? Die Stadtflagge. Ja. Drin sind sie für die Stadtflagge von LPM City. Sie hängt vor dem Rathaus und am Bahnhof. Hast du ein Flaggendesign, das das Lebensgefühl von LPM City zum Ausdruck bringt? Ja. Kann ich nicht selbst zeichnen? Komm schon. Machen wir den Käfer hin? Ja, ein bisschen doof, aber... Oder kann ich noch... Ich dachte, ich kann malen. Wow! Perfekt, dieses Design bringt das Lebensgefühl von LPM City genau auf den Punkt. Das wird unser neues Flaggendesign. Danke, dass du es eingereicht hast. Yeah, wenn die Leute sich freuen dafür... Ich würde ja so ein Avatar Let's Play Markus hinmachen. Aber meine extravaganten Wünsche... Okay. Mal sehen, ob ich noch irgendjemanden finde. Ja, nicht über die Blumen laufen. Irgendwann sind die weg und das ist dann nicht so schön. Achso, Aki. Hey, Let's Play Markus. Bei so einem Wetter kriege ich los, mich so richtig auszupowern, Gosaimas. Wobei, kann ich dir helfen? Heiliger Flatterball. Fast hätte ich es vergessen. Kannst du mir einen Gefallen tun, Let's Play Markus? Ich habe hier ein Geschenk für Charlie, aber ich habe keine Zeit, es ihm selbst zu übergeben. Mein Trainingsplan ist unfassbar eng im Moment. Bitte, Sportsfreund, du musst mir helfen. Kein Ding. Echt? Du tust mir den Gefallen? Du bist der beste Sportsfreund. Yep. Du kümmerst dich doch heute noch darum, oder? Also, auf die Plätze, fertig, go! Yeah! Ach, der Charlie ist doch direkt da vorne. Daraus bestand übrigens nur... Okay, was heißt nur, aber irgendwie am Anfang ausschließlich das erste Animal Crossing für den GameCube. Ja, nur rumgelaufen, bring dem Bewohner das und bring dem Bewohner das und dem anderen Bewohner dies. Charlie? Charlie? Ist er in seinem Haus? Ne, das ist ja eh Dorothea. Ist er eben hier noch rumgedackelt? Ah, Charlie ist noch unterwegs. Der war doch gerade noch hier. Hi.
Ach, du bist schon wieder. Die Bella. Nee, nee. Kann man auch 100 Mal mit denen reden und dann ist die Zustimmungsrate ruckzuck hoch? Wo ich gerade da was sehe. Geht das auch so von der Seite? Schwierig. Naja. Dann macht's wohl keinem was aus, wenn ich selbst mal ans Dings gehe. An das Geschenk. Mal aufmachen, gucken. Hallo Postbote. Guten Abend, Bürgermeister. Ein weiterer Tag voller Lieferungen neigt sich dem Ende zu. Ich frage mich, was Peggy heute Nacht macht. Wahrscheinlich arbeiten. Gegen Ende meiner Schicht ist mein Kopf immer voller wirrer Gedanken. So, lass mich mal durch. Da, 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 da. Jetzt erstmal gucken, was hier im Angebot ist. Oh, hallo, herzlich willkommen. Nichts Besonderes. Ziemlich mau. Findet ihr Gedanken prima, dass meine alten Sachen irgendwo ein neues Zuhause finden könnten? Hab ich auch mit dir geredet? Gut, mehr braucht's nicht. Alles mal abklappern ist immer eine gute Sache. So. Wo die jetzt schon wieder alle sind? Ach, nicht am Bahnhof. Da ist in der Regel keiner, oder? Schreibt's mal in die Kommentare. Kann sich auch mal jemand am Bahnhof befinden? Wir können ins Musterdorf. Das sollten wir tun. Viel zu lange habe ich mich hier schon beschäftigt. Da steht schon einer davor. Ich will noch den Glückskeks und gucken, was du generell noch so hast. Ein Notebook habe ich ja jetzt. Willkommen, willkommen. Ja, ja. Naja, das braucht man jetzt so eine Schubkarre, oder? Gib mir den Glückskeks. Meine Spielmünzen werden immer weniger. Aber noch reicht's locker. So. Das hat absoluten Vorrang. Essen. Knusper, knusper. Da ist ein Glückszettel drin. Ich bin aber mal gespannt. Du bist genauso auf deinen Look wie auf deine Sicherheit bedacht. Wer könnte das sein? Oder was könnte das sein? Ein eitler Held? Oh, möchtest du etwas Bestimmtes? Klaro. Glückszettel. Du willst einen Glückszettel gegen einen Preis eintauschen? Dann zeig mir bitte mal deinen Glückszettel. Hier, let's take a look. Was sagst du dazu? Mal sehen, Nummer 43. Glückwunsch, der Preis für die Nummer 43 ist ein Warrior Schuh. Hier, bitte, du Glückspilz. Haben wir doch schon. Hab ich doch an, oder etwa nicht? Kann ich den Shit verkaufen? Danke für deinen Besuch. Komm bald wieder. Mann! Damn! Okay, seid ihr gespannt aufs Dorf? Seid ihr gespannt? Gut, dann gehen wir erstmal noch zum Schneider. Nee, mit der muss man jeden Tag reden und dann auch kann ich gucken, ob hier einer drin lungert. Nee, nur die Tina. Hey, grüß dich, willkommen in unserer Schneiderei. Und du so? Ich finde es ja nett, dass du so häufig vorbeischaust, aber ich habe wirklich sehr viel zu tun. Tut mir leid. Sehr gut. Mit der soll man täglich reden, damit sie irgendwann eigene Designs entwerfen kann. Der Regenschirm ist ganz nah. Ist es ein Regenschirm? Feuerschirm. Wofür? Wenn es mal regnet? Aber wenn es mal regnet, dann haben wir einen stylischen Schirm. Bitteschön. Okay. Jetzt können wir ins Musterdorf gehen. Also, wie sieht's aus? Ich habe eine Einladung. Moritz. Willkommen im ADSA Musterdorf von LPM City. Hast du Lust, dir unsere herrlichen Musterhäuser anzusehen? Machen wir einfach mal. Zunächst einmal muss ich wissen, wie du heißt. Also, sehr gut. Let's play Markus. Oh, du bist doch der Bürgermeister von LPM City, oder? Meine Schwester hat mir von dir erzählt. Deine Sekretärin Melinda ist nämlich meine Zwillingsschwester. Ich könnte dir so viele Geschichten aus unserer Kindheit erzählen. Sie waren freches Früchtchen. Entschuldige, ich war wohl etwas aufgeregt und abgeschweift. Kommen wir zur Sache. Ich möchte dir ein paar Dinge zum Musterdorf erläutern. Im Musterdorf präsentieren wir die Häuser von ADSA-Mitgliedern als Inspiration für unsere Besucher. Aktiviere Streetpass, wenn du dein Haus mit anderen ADSA-Mitgliedern teilen möchtest. Dann scheinen in euren Musterdörfern Kopien des jeweiligen anderen Hauses in seine Einrichtung. Außerdem teilt ihr so die Designs, die ihr tragt und die Designs der Möbel in euren Häusern. Und vergiss nicht, dass ihr auch die Informationen auf dem Bürgerpass teilt. Also, alles klar? Möchtest du Streetpass für Animal Crossing auf diesem 3DS aktivieren? Jo.
Absolut. Alles klar, ich werde mich sofort darum kümmern. Gut. Also, wenn mir jemand mit StreetPass begegnet, ich nehme es mit zur Gamescom und dann werde ich mal sehen, ne, was bei euch abgeht. Oder ist, keine Ahnung, wann es hochgeladen wird. Danke für deine Geduld. Ab sofort kannst du Daten über StreetPass austauschen. StreetPass ist weiter aktiv, auch wenn du die Software beendest. Du versäumst also garantiert nichts. Bei Begegnungen über StreetPass erhältst du Mitteilungen auf deinem 3DS-System. Ich freue mich jetzt schon auf deine Besuche. Achso. Moment. Möchtest du dich im ADS haben, musst du davon umsehen. Ja, Mann. Selbstverständlich. Bitte, immer hier entlang. Ja, was denn sonst, du Fischgesicht? Was ein Hundeleben. Melindas Zwillingsbruder, was geht eigentlich? Hey, es wird gespeichert. Ja, übelst nice. Da muss ich's nicht mehr machen. Also immer, wenn wir speichern wollen, gehen wir ins ADSA-Musterdorf. Vielen Dank für den ersten Besuch im ADSA-Musterdorf. Da dies dein erster Besuch bei uns ist, sollte ich dir bloß besser eine Einrichtung erklären, letztes Mal Markus zunächst mal. Das hier ist Eingangsbereich. Von hier aus hast du Zugang zu den drei Ausstellungsarealen. Eins davon liegt links, eins rechts und eins geradeaus. Auf dem Touchscreen siehst du übrigens eine detaillierte Karte des Musterdorfs. Schau dir die Musterhäuser auf dem Ausstellungsgelände ruhig an. Übrigens kannst du die meisten Möbel in den Musterhäusern auch kaufen. Einzige Nachteil ist, dass sie etwas teurer sind als in normalen Geschäften, aber dafür bekommst du eventuell seltene Items, die du in dieser Stadt sonst nirgendwo kaufen könntest. Wenn dir also etwas gefällt, bestell das gleiche Musterhaus. Die Ware liefern dir direkt nach Haus. Eine Sache sollten wir doch noch mitteilen. Sollten die verdächtigen Personen für die Ausstellung unpassende Musterhäuser auffallen, bitte die Personen zu gehen oder geh zum entsprechenden Musterhaus und beantrage dessen Entfernung. Wenn du das tust, kümmern wir uns so schnell wie möglich um den Rest. Aber ich rede schon viel zu viel. Ich hoffe, du genießt deinen Aufenthalt im ADSA-Musterdorf. Okay. Sind ja keine da, weil ich habe ja StreetPass jetzt erst angemacht, ne, oder? Naja, und ist es wirklich, kann man das beantragen zu entfernen? Na, hier ist kein Schwein, hier sitzt ja auf dem unteren Bildschirm. Ein paar Vögel sind hier. Man kann es doch versuchen. Kein Schwein ist da, aber ich sag euch was, das habe ich schon auf dem 3DS von meiner Freundin gesehen. Also bei ihrem Animal Crossing Spielstand. Ja, aber im eigenen Modul, weil irgendwie muss man ja sonst die Stadt lauschen. Und ja, da habe ich das schon mal gesehen und wen sie so alles getroffen hat von ihrer Family, die irgendwie alle Animal Crossing spielen. Und da waren ein paar ganz coole Einrichtungen dabei. Also ich verstehe schon, was hier gemacht wird. Wie gesagt, wenn die Gamescom vorbei ist, dann werden sich wohl hier einige eurer Häuser tummeln. Und ich bin schon sehr gespannt. Also könnt ihr mir zeigen, wie euer Dorf aussieht. Oder euer Haus. Oh, willst du schon gehen? Ja, ich muss weg, Mann. Verstanden, damit leite ich dich noch bis vor den Eingang. Ja, wie willst du schon gehen? Hier ist nix! Also, der kann Fragen stellen. Willst du schon gehen? Ich dachte, du verbringst noch den ganzen Tag auf dieser leeren Fläche. Okay. Vielen Dank, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Sonst ist ja hier nichts, ne? Atemberaubendes. Wir sollten mal noch Charlie wiederfinden, damit wir das Geschenk übergeben und alle haben uns ganz doll lieb. Habe ich jetzt eigentlich am Bahnhof die Flagge? Die ist innen drin wahrscheinlich. Charlie, Charlie, Charlie. Oh, das Bäumchen wächst und gedeiht. Das wir gepflanzt haben, ganz am Anfang, im ersten Part. Du bist doch Charlie, ganz genau. Hey, das ist mir Markus, schön dich zu sehen. Willst du etwas Bestimmtes, Hoho? Die Lieferung ist da. Was für eine Lieferung geht's denn? Irgendwas Gutes, jetzt mir Markus? Ich hab keinen Peil, Mann. Ich bring's doch nur. Ich bin hier nur der Lieferservice. Ob da jetzt, keine Ahnung, eine Furzbombe drin ist oder... Was, von Aki? Warum sollte Aki mir was schicken? Was da wohl drin ist? Machen wir es einfach zusammen auf. Ja, Mann. Gib's mir, wenn du es nicht brauchst. Oh, ein Tüpfelshirt. Das ist aber nett. Gleich mal anprobieren. Sieht aus wie ein Schlafanzug. Was meinst du, Elzmir Markus? Die Größe stimmt, aber... Ist ganz okay. Es fehlt einfach das gewisse Etwas, oder? Okay, reicht mir nicht. Die Kunst liegt darin, anzuziehen, was man will und trotzdem gut auszusehen. Steht dir besser. Aber jedenfalls weiß ich jetzt, wie Aki über die Sache denkt. Danke, dass du mir das Geschenk gebracht hast, Elzmir Markus. Sehr nett von dir. Hohoho. Ja, ich gebe einfach mal diese Kokosnuss als Belohnung. Danke doch mal. Ja, gebt ihr euren DHL-Boten auch immer irgendwelche Früchte?
Meine Eltern schicken mir genug davon zu, also musst du dir deshalb kein schlechtes Gewissen haben. Na, dann bin ich ja beruhigt. Wen wir heute noch nicht getroffen haben, das ist Hugo. Das Schwein. Da weiß jeder, wer gemeint ist, ne? Das Schwein. Kann doch nicht wahr sein mit dem Schwein. Und Bettina. Wer wohnt denn hier? Aki. Mit dem haben wir heute schon geredet. Dame Betty. Wer ist denn da rechts noch gewesen? Mensch, du siehst heute sogar noch mehr aus wie du selbst, Let's Play Markus. Also, was gibt's? Lass uns quatschen. Hast du schon mal von einem Herkuleskäfer gehört? Der soll total selten und schwer zu finden sein, aber das macht ihn nur noch toller für mich, genau. Bitte, kannst du nicht einen für mich finden? Boah, ich kann's probieren. Ja, natürlich, ja, klar. Krieg gleich 10 Stück. Was? Du willst es für mich echt tun? Du bist ja so lieb. Ganz lang warten. So, du bist auch hier im Niemandsland, wie hier nie was los ist und ich gehe trotzdem immer hin. Ah, von wegen hier ist nichts los. Ganz am Ende wird jemand Neues einziehen. Das Haus von Lupa. Ich kann keine Rückschlüsse ziehen, wer Lupa sein könnte, aber er will möglichst weit weg von uns allen wohnen. Richtig abgeschottet. Könnt ihr so passen? Wenn meine Zustimmungsrate erstmal 100 beträgt, werde ich hier Brücken bauen und... Also was. Ja, da haben wir Charlie. Da möchte ich ganz kurz noch was ausprobieren. Finde ich schön, dass jemand Neues einzieht. Das geht ja echt zackig. Finde ich super duper mega gut. So. Mach nochmal hier einen Meeresrundgang. Ich renne, ne? Das ist der Fehler. Behutsam, gechillt, Alter. Sei die Ruhe selbst. Wo steckt eigentlich Hugo? Wenn es so weitergeht, dann werden wir sowieso nicht mehr... Achso, das eine war eine Alge. Ich dachte, das wäre... Keine Ahnung. Irgendwas Krebsähnliches. Ja, also die Fische, das Meer ist ja voll mit Fischen. Da ist einer. Ich will irgendwas Besonderes. Man soll ja am besten im Sommer fischen, aber ich gehe nochmal einmal auf der Suche nach was richtig mega super tollem. Ist gar keiner da. Ich meine, ich habe auch nicht die große Geduld. Das ist wohl richtig. Aber trotzdem. Da vor die Nase. Na komm schon, beiß! Immer noch nicht. Ich sag beim vierten Mal, ey, wie lange können die da rumknabbern? Erst wenn es blub macht. Nicht, dass irgendjemand, der das Game nicht hat, jetzt sagt so, ey, du musst so, wenn er da anbeißt. Nein, Mann. Das hat alles noch nicht gezählt. Ich hätte noch länger warten müssen. Hey, warte, da ist was. Hier ist was. Eine Mücke. Zum Glück wurde sie im Kescher nicht zum Elefanten. Ich habe eine Mücke. Ist ja toll. Und die siehst du, ja? Ganz weit weg ist einer. Nö, ist gar keiner. Ich habe voll die Hallus. Voll die Hallus. Ich gehe ans Meer, um Fische zu angeln. Alles, was ich bekomme? Eine Mücke. Eine Mücke. Nehme ich halt den Seebarsch hier. Ja? Ja, das war das Geräusch. Deswegen, ich bin immer lahmarschiger, was sowas angeht. Einfach, weil die alle... Nicht, guck, ich hab schon gesehen, dass ein Seebarsch ist. Nur weil die alle so ein bisschen verwöhnt sind, sag ich mal. Super geworfen. Das reicht. Hier hätten wir eine Makrele, auf das ich vor Glück krakele. Ab ins Fangbuch damit. Alle guten Dinge sind drei, obwohl es sieht auch sehr unspannend aus, was da lungert. Egal. Was? Du hast große Ansprüche, oder was?
Na komm. Das war ganz okay. Was haben wir denn da Feines? Ein Zebra-Bunt. Barsch. Bunte Zebras? Na sowas. Hatten wir aber schon einmal. Naja, wenn es war. Was ist denn jetzt mit Hugo? Mensch. Kennt ihr noch Hugo, das Dschungeltier? Nicht den Gnom oder was es ist, sondern das Dschungeltier. Hey, was denn? Sag mal, vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass ich dauernd wedeln sage. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, finde ich, dass frischer Wind in mein Vokabular muss, sozusagen. Dein Spruch bringt meine Persönlichkeit nicht mehr rüber. Meinst du, soll ich ihn ändern? Auf jeden Fall. Dachte ich's mir doch. Na gut, dann schlag mal was Besseres vor. Oh, ich kann's ändern, Wedel. So, kurz nachgedacht, das ist so ziemlich mein, ja, das, was ich vorschlagen würde. Bomben, ja. Stimmt das so? Jupp. Hehehe, hat was. Klingt echt total nach mir. Hurra, ab heute heißt es Bomben, Bomben und nochmal Bomben. Finde ich gut. Bomben. Mensch, was machen wir denn jetzt mit dem Typ, der mein Haus besuchen will? Na gut, dann werde ich halt noch eine halbe Stunde warten. Nur weil er es ist. Also, jetzt habe ich wirklich allen Ernstes die ganze Zeit gewartet. Charlie ist da! Kommst du rein? Wollte schon sagen, ich sehe dich gar nicht. Danke für die Einladung. Na dann, schau dich mal um in meiner bescheidenen Hütte. Ich habe ein Masterschwert, ein Notebook und ein Bett. Vielleicht noch eine Mikrowelle und dann habe ich alles, was ich brauche. Wie findest du es? So sieht's also bei Let's Play Markus zu Hause aus. Ja, doch. Und natürlich die total epische Super Mario Bros. 1 Tapete. Alter, die mach ich nie wieder ab. Sowas Geniales hätte ich gern, echt. Bist jetzt fertig mit gucken? Es ist immer wieder schön, dich zu sehen, Let's Play Markus. Und er hat ein Herzchen gehabt. Das gibt mir zu denken. Nun, du hast eine Runde gedreht. Ja, wir zocken jetzt nichts. Ich habe keinen Smash Brothers da. Du musst wieder gehen. Ich habe keine Briefmarkensammlung, gar nichts. Jetzt merkst du, ist dein Haus wirklich schön eingerichtet. Wenn ich noch länger hier bleibe, will ich wahrscheinlich gar nicht mehr weg. Und genau das wollen wir vermeiden. Ha, du hast also einen geheimen Raum, den niemand sehen darf. Was jetzt bei Markus? Keine Sorge, ich kann Geheimnisse für mich behalten. Neulich habe ich zum Beispiel niemandem erzählt, dass Bettina... Oh, das war knapp. Ja, je nachdem. Geheimer Raum? Ich habe nur diese 2 Quadratmeter. Hm? Let's Play Markus, hast du noch was zu erledigen? In dem Fall gehe ich wohl lieber. Danke, dass du mich eingeladen hast. Hauptsache, du bist zufrieden und ich werde es auf der Umfrage der nächsten Dings hier, die Berechnung der Prozente und so, werde ich es merken, dass ich total nett zu Hause auf dich gewartet habe. Du Charlie, du. Das war's für heute. Über den Daumen hoch freue ich mich und sage, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.